No, Gracie, keine Kopfschmerzen haben. Mehr trinken, Kopfschmerztabletten nehmen, Waschlappen auf den Kopf. Irgendwas. Das Butter war übel. Vor allem, wenn die dann plötzlich wieder eine Erkenntnis hatten. Dip. Also ich bin ja leider auch super anfällig für Kopfschmerzen. Also ich meine, jeder von uns kränkelt mal irgendwann. Das ist ja leider vollkommen normal. Manche mehr, manche weniger. Aber jeder hat mal so seine kleinen Wehwehchen, sag ich mal. Ne? Das bleibt halt irgendwie auch nicht aus. Und ich bin halt einfach sehr anfällig für Kopfschmerzen irgendwie. Also gerade wenn ich irgendwie Stress habe oder wenn ich lange unterwegs bin, habe ich das auch gerne. Also wenn ich zum Beispiel auf Conventions bin, wenn welche stattfinden, dann kriege ich halt auch immer schnell Kopfschmerzen. Das ist halt irgendwie sehr nervig. Aber gerade dafür habe ich halt dann auch immer Tabletten mit und dann passt das eigentlich ganz gut. Deswegen Tipps gegen Kopfschmerzen habe ich genug. Ob sie immer bei jedem helfen, ist so die andere Sache. Diese Ebene ist zum Glück irgendwie gar nicht ätzend aufgebaut, oder? Und ihr dachtet, der Donnerberg wäre schlimm. Bin mal gespannt, wie das hier storytechnisch ist, weil im Original ist es so, dass man diese Gespräche mit Rettern und mit Italis quasi freischalten muss und dann die Wunschhöhle eben bis Ebene 20 machen muss. Da unten links sieht sehr attraktiv aus. Und vor allen Dingen so ohne Ladungsstoß. Und dann kommt halt quasi so, also die Afterstory hat halt ja schon Story, ne? Also wenn du jetzt das Dreifelte zum Beispiel machst mit Raiko Entei Suicune und dann mit Ho-Oh, hast natürlich schon ein bisschen Story. Oder auch die Sache mit Deoxys und so. Also klar, es passiert natürlich was. Ist jetzt nicht einfach nur permanent optionale Sachen, die keinen interessieren. Aber es gibt tatsächlich noch eine Sache, die halt wirklich, wirklich mit der Hauptgeschichte in Verbindung steht. Und die auch noch super spannend ist. Das ist so ein bisschen das Finale der Afterstory, sag ich mal. Also ich mach's zumindest immer zum Schluss, weil es eigentlich das Coolste ist. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das hier genauso abläuft wie im Original. Ob wir dann euch die Wunschhöhle quasi dann genau das eben freischalten. Oder ob da hier vielleicht noch ein bisschen andere Bedingungen mit reinspielen. Ich will nicht da drüben hin. Au. Mein Item! Ich will nicht in den Monsterraum für die Treppe. Lass das. Danke. Na, mal gucken. Aber ich mache das halt immer gerne zum Schluss. Mag sein, dass ich dann ein bisschen überlevelt dafür bin, aber so als Abschluss ist es eigentlich immer ganz schön. Ich hatte gerade schon echt Angst, dass ich da gleich rein muss. Aber ich wollte nicht. Und was macht ihr gerade Schönes nebenbei? Ich meine, klar, die Bosskämpfe... Okay, die Bosskämpfe sind natürlich schon, denke ich, ziemlich spannend. Gerade wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, wie bei Deoxys. Aber ich sag mal, während ich durch die Dungeons laufe, kann man ja auch bequem irgendwas anderes machen. So prinzipiell. Ich guck nur zu, das ist auch gut. Ich nehme auch gern eure volle Aufmerksamkeit. Erdbeeren futtern, sind die denn schon lecker? Ich habe immer das Gefühl, um die Jahreszeit sind die irgendwie noch so ein bisschen grenzwertig. Selber PMD spielen. Chemie. Muss auch mal sein. Natürlich muss ich genau auf die andere Seite. Animal Crossing. Mitchatten. Also ich sehe schon, viele sind quasi parallel auch am Zocken. Aber es bietet sich, glaube ich, auch einfach echt gut dafür an. Kannst du einfach den Stream... Ach so, mein Magen ist leer. Ups. Den Stream offen lassen. Das ist auf Ebene 5 schon. Und nebenbei einfach selber was machen. So, ich sag mal, ich spiele ja aktuell Animal Crossing auch ab und zu mal. Das kann man halt auch super nebenbei machen. Oder wenn ich halt PMD irgendwie noch was farme, kann man auch gut nebenbei machen. Nur wenn ich halt Persona spiele, also da würde ich dann auch wirklich meine volle Aufmerksamkeit dem Spiel widmen, damit ich auch alles mitkriege und auch die ganze Synchro immer höre. Lichttod, Dankeschön für 13 Monate Treue. Ich weiß nicht wieso, irgendwie habe ich gerade einen Deoxys erwartet. Ich war gedanklich irgendwie noch im falschen Dungeon. Ich liebe es übrigens, wenn die Treppe einfach im letzten Raum ist.
Aber dann wiederum, ich spawne auch sehr oft im Raum mit der Treppe. Also sollte ich mich wahrscheinlich nicht beschweren. Wobei ich glaube, im Silbergraben habe ich echt viel Treppenglück gehabt. Da bin ich ja, wie gesagt, ja in 2 Stunden durch gewesen. Und ich meine, Kai sagt, er hätte 3 Stunden gebraucht. Also ich glaube, da habe ich schon gut Glück gehabt. Komm, du darfst einfach mal mit, Ratfratz. Kannst mal mithelfen. Ja, wo bei Kai war es da, glaube ich, echt so, dass er aus dem letzten Loch gepfiffen ist. Weil er halt auch sehr viele Monsterräume hatte. Deswegen wusste ich ja überhaupt, dass es so viele Monsterräume gibt und habe dann präventiv meine Röntgenaugen angelegt. Das war dann doch ganz hilfreich. Ach, da ist die Treppe. Bist am Anfang einmal falsch abgebogen. Ich profitiere von Kais Problemen. Das klingt irgendwie sehr traurig, so ohne Kontext. Aber in dem Fall ja. Vielleicht habe ich auch einfach mehr Skill in diesem Spiel. Aber ich glaube, irgendwie damit hat es nichts zu tun. Irgendwie ist die Wundschöne schon nervig. Ich sauge die positive Energie auf. Gebt mir all eure Energie. Ich sauge sie auf wie ein Schwamm. Also positive Energie nehme ich aktuell immer gerne, weil es aktuell einfach viel zu viel negative Energie gibt. Der Tester, wenn irgendeine Stelle im Spiel doof ist, war nicht vor. Ist irgendwie generell in Spielen, so habe ich das Gefühl. Ja, weil du alle Spiele innerhalb von einer Woche durchsuchtest und das kein anderer Mensch schaffen kann. Vielleicht liegt es daran. Also, ich versuche in Persona gar nicht erst schneller durch zu sein als du, obwohl ich das Spiel 3 Tage vor dir gekriegt habe. Es ist nicht möglich. Dementsprechend ist es schon logisch, dass du mich vor allem Wichtigen warnst, wenn du immer nach einer Woche durch bist. Also, woran könnte das nur liegen? Ich meine, ist ja schön, wenn man wirklich, viel Zeit in so ein Spiel reinstecken kann. Problem ist halt einfach, ich kann das einfach nicht. Ich finde immer, das ist irgendwie nervig. Es kommt immer so ein bisschen aufs Spiel an für mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pokémon Schwert und Schild nehme, das habe ich auch in einem Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag und noch in den Montag rein, durchgesuchtet. Aber ich finde irgendwie, solche Pokémon-Editionen sind auch irgendwie leichte Kost irgendwie. Ist jetzt keine extrem tiefgründige Story, kein super anspruchsvolles Gameplay. Also ich finde einfach so vom Kopf her ist so eine Pokémon-Edition einfach sehr viel leichter zu verarbeiten und sehr viel leichter zu verdauen als zum Beispiel ein JRPG. Dementsprechend kann ich das bei solchen Spielen tatsächlich auch ganz gut machen, dass ich dann mal so ein Wochenende durchsuchte. Aber bei anderen Spielen ist es halt einfach so, ich brauche eine Pause. Also ich kann einfach nicht von morgens bis abends zocken. Also selbst wenn ich wollte, es ging einfach nicht. Irgendwann wäre meine Konzentration dann weg. Dann würde ich auch nicht mehr alles aufnehmen können vom Spiel. Und das wäre dem Spiel gegenüber auch irgendwie einfach unfair. Dementsprechend, ich, wie gesagt, könnte dann auch gar nicht, selbst wenn ich wollte. Plus muss man ja auch einfach bedenken, dass ich in einer ganz anderen Lebensposition bin als manch anderer. Ich habe noch einen Haushalt, um den ich mich kümmern muss. Staubsaugen, Staubwischen, Aufräumen, Wäsche waschen und bügeln und Stuff. Was halt einfach nicht auf der Strecke bleiben darf. Ich habe Meerschweinchen, um die ich mich natürlich kümmern muss und möchte. Ja doch, dahin. Also, zwangsläufig kann ich auch einfach nicht von morgens bis abends durchzocken. Deswegen, das muss man, glaube ich, auch immer unterscheiden, in welcher Lebensposition gerade jemand ist, um zu gucken, wie viel Zeit derjenige einfach zum Zocken hat. Und das ist einfach ein Unterschied, sag ich mal. Und für mich ist halt auch einfach generell so, auch, ich habe kein Problem damit, für ein paar wenige Tage meinen Alltag quasi zu vernachlässigen. Jetzt beispielsweise Pokémon. Das finde ich übrigens hier super witzig. Achtung! Das ist schon lustig. Vor allem, wenn man einen Ladungsstoß hat, den ich jetzt leider nicht habe, aber es ist auch so recht lustig.
Nee, also wie gesagt, mal für so ein Wochenende halt wirklich alles stehen und liegen lassen und sich auf Zocken zu konzentrieren, ist die eine Sache. Nur, wenn du natürlich so JRPGs hast, die hast du nicht mal eben in 20, 30 Stunden durch. Da sitzt du halt auch gerne mal 100 Stunden oder länger dran. Und das heißt, du müsstest dann deinen Alltag halt auch wirklich für Wochen um dieses Spiel aufbauen und vernachlässigen. Und das möchte ich halt auch einfach nicht. Deswegen, bin ich immer ein bisschen langsamer, was das Zocken betrifft. Also jetzt kein Vorwurf ist gegen Leute, die halt mehr zocken. Es ist halt einfach nur die Begründung, warum ich das einfach nicht so gut kann. Ich finde es übrigens geil, wie schlecht mein Donnerblitz eigentlich trifft unter die ganzen Genauigkeitsbrausen. Yay. Aber ja, deswegen bin ich da halt immer so ein bisschen hinterher meistens. Die Gefahr ist natürlich dann immer, dass man sich spoilern lässt, ne? Nur natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen. Aber ja, das geht schon irgendwie. Würde ich jetzt mal so behaupten. Warum habe ich eigentlich 1 Million Discord-Nachrichten so nebenbei? Oh Gott. 1000 Nachrichten. Achso, das sind alles irgendwelche Mod-Sachen, die da nebenbei stehen. Okay. Und ich sehe Nachrichten von Jan in Discord. Okay. Ich musste mir mal kurz einen Überblick verschaffen, ob ich irgendwas Wichtiges verpennt habe. Vor allen Dingen, weil Kai plötzlich nichts mehr schreibt und ich dachte, er ist jetzt vielleicht beleidigt, weil ich das gesagt habe mit Persona. Deswegen musste ich kurz nachgucken. Aber ich habe nichts gesehen, was darauf schließen lässt. Also hoffe ich einfach mal, dass alles safe ist. Nein, brauchen wir nicht. Ich wollte damit ja nur zum Ausdruck bringen, dass Kai einfach aufgrund einiger Faktoren mehr zocken kann als ich. Und wenn ich in seiner Position wäre, würde ich wahrscheinlich genauso viel zocken. Kai ist weg. Tschö, tschö. Aber Kai lässt auf jeden Fall, egal wie hype er ist, sein Spiel liegen, um den Stream zu gucken. Kann man auch nicht von jedem erwarten. Ja, Lichttod, ich schaue auch regelmäßig in den Discord-Chat. Allerdings, da der Twitch-Chat aktuell hervorragend funktioniert, würde ich dich bitten, auch dort zu schreiben, damit es auch in der Chatbox erscheint. Weil es sonst nämlich sehr verwirrend ist, wenn wir zwei verschiedene Chaträume haben, von der nur eine im Stream angezeigt wird. Vor allem für Leute, die dann hinterher nochmal nachgucken wollen. Aber ich habe Discord auch offen. Einmal mampfen. Das habe ich auch getan. Ja, aber du bist nicht so ein Suchtknubbel wie Kai. Außer bei Animal Crossing vielleicht, aber normalerweise nicht. Deswegen ging ich da auch von aus. Ich wollte es nur mal testen. Du hättest auch einfach hier im Chat fragen können, ob ich Discord auch offen habe. Hätte auch funktioniert. Aber ist ja kein Ding. Nur wie gesagt, für Leute, die dann hinterher die Aufzeichnung gucken, ist das, glaube ich, extrem verwirrend. Wenn sie dann manche Nachrichten... Wo ist das Kleinschein überhaupt? Da oben? Ja. Au! Yo! Okay. Gracie wurde hart gereckt. Von, ich glaube, Walzer oder so. Ich glaube auch, Gracie ist gerade 30 Mal gestorben. Gebt ihr ursprüngliches Level wieder. Mir ist eigentlich ziemlich egal, was da hinten passiert. Hauptsache, wir sind safe. Ich habe nur leider nicht wirklich so viel Sinnvolles gegen Kleinstein. Schicken wir doch mal Jan vor. Ich möchte hier eigentlich nur so schnell wie möglich wieder raus. Dieser Ort ist mir irgendwie sehr suspekt. Vor allen Dingen, wenn ich halt tatsächlich bis zu einer bestimmten Ebene muss und nicht sagen kann, okay, ich gehe jetzt vorher raus, ist das schon nicht so geil.
Aber okay. Kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Würde ich sagen. Jan, du mal helfen? Es ist schon anstrengend, wenn die Attacken nicht gelevelt sind. Es ist, ich will doch nur aus diesem Gang raus! Ja, der Dungeon ist halt auch wieder so... Der Dungeon selbst, klar, der ist riesig mit 99 Ebenen. 20 Ebenen geht halt potenziell. Aber die Ebenen sind halt schon wieder so... unlustig. Aber hey, immerhin haben wir keinen Janmega mit Speedboost hinter uns herfliegen. Wobei ich das in dem Dungeon hier tatsächlich nehmen würde, wenn es sein Level behalten würde. Ich habe aber auch leider nicht so viel Treppenglück hier drin. Aber wir arbeiten uns zumindest langsam aber sicher voran. Muss ja gemacht werden, also da kommen wir leider auch nicht drum rum. Und ich habe ja euch zur Unterhaltung. Auch wenn ich immer ein bisschen tense bin, wenn der Chat ein bisschen ruhiger ist, weil ich dann nie weiß, seid ihr so ruhig? Geht der Chat nicht? Aber ich habe den Chat dreimal offen, dass wir irgendwie... Nein. Seltsam, wenn es in drei Chats nicht funktionieren würde. Leo, mach doch mal ein bisschen Party im Chat. Es ist viel zu ruhig. Die Intensität ist schon nervig, das stimmt. Nee, wir beleben hier überhaupt niemanden wieder. Allerhöchstens Pummeluff. Party? Warum ich? Weil du am ruhigsten bist von allen Mods. Also musst du jetzt die Party anführen. Drassler ist okay, du kannst keine Intensität im Normalfall. Und Schuss. Aber da kommt irgendwie hinter mir ganz viel auf mich zu, was ich nicht sehen möchte. Das glaubst du aber selber nicht. Wir verpieseln uns jetzt einfach ganz schnell. Aber auf mich hört ja schon wieder keiner. Kann man auch eine doppelte Erkenntnis haben? Oh nein, jetzt kommen die doch alle hier rein. Ich hatte Hoffnungen. Au. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch irgendwie ein Item habe, das ich einem kleinen Stein irgendwie in den Kopf werfen kann. Aber Gracie regelt. Okay. Ja komm, einfach alles einsetzen, was am Boden liegt. Shiro, das ist leider schon wieder was, was wir auch schon festgestellt haben. Ich weiß, du willst immer nur helfen. Aber das sind alles so Infos, die sind ja nicht nur auf Chris begrenzt. Also das haben wir tatsächlich auch alle schon festgestellt, dass der Twitch-Chat am Abend nicht mehr gut funktioniert. Aber ich will das gar nicht hören, weil ich sonst Angst habe, dass er gleich nicht mehr funktioniert. Wobei, das ist eine verklebte. Dann kann die hier bleiben. Also es ist halt schon auffällig, natürlich. Ich könnte... Nicht das. Mir das hier mal gönnen. Zack. Heilblockade. Jetzt ist auch egal. Ich möchte da eigentlich nur durch. Go, Jan! Du darfst dich auch einmal selber heilen. Nee, also ich sag mal, wir haben alles versucht, damit das mit dem Chat vernünftig funktioniert. Weil das war beim letzten PMD-Stream ein Desaster. Also ich glaube, wenn das irgendwer auf YouTube guckt, denken sich die Leute auch so. Was war das denn? Und das war halt echt katastrophal, dass ich den Chat wirklich in zwei verschiedenen Browsern auf hatte. Teilweise mehrfach und dann auch auf dem Handy und in der Chatbox und überall. Und der Chat hat irgendwie überall gleichzeitig nicht funktioniert und hatte überall einen anderen Stand. Und wie halt schon mal gesagt, so ein Stream ohne Chat ist halt irgendwie doof. Da kann ich ja gleich wieder Let's Plays machen. Nein, aber es ist halt einfach irgendwie blöd, weil der Chat ist so wichtig für den Stream einfach, für die Interaktion. Ich glaube, niemand streamt halt wirklich gerne alleine. Also jeder hat halt gerne Gesellschaft, würde ich jetzt mal so behaupten. Das Ding ist halt echt doof ohne Chat. Du kannst gerne mitkommen.
Und vor allen Dingen, es sieht halt auch einfach blöd aus, hinterher so in der Aufzeichnung. Weil ich sag mal, ich packe den Chat ja auch nur ins Layout, damit die Leute, die das irgendwann mal auf YouTube gucken oder wo auch immer, oder die gerne im Vollbild gucken wollen, dass die Leute dann den Chat halt auch im Blick haben. Und was nützt mir das, wenn die Chatbox die ganze Zeit nicht auf dem neuesten Stand ist oder eventuell sogar komplett resettet ist und dann einfach da nur so ein graues Rechteck am Rand klebt, ist halt etwas unschön. Deswegen, das triggert halt meinen Perfektionismus irgendwie auch hart. Deswegen habe ich diesmal wirklich alles versucht, damit ich irgendwie einen Chat habe. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall... Nein, wir machen erst das Xanatoblatt. Vielleicht, eventuell. Hat das Pummeluff erwischt oder lebt Pummeluff noch? Knapp. Dann nehme ich die gerne mit. Deswegen habe ich ja, wie gesagt, den Chat jetzt auch wirklich zweimal offen in zwei verschiedenen Browsern, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und ich habe dann auch die Chatbox, die manchmal auch funktioniert, obwohl der Rest nicht funktioniert. Und mein Handy liegt hier auch noch, wo ich gucken könnte. Und wir haben Discord. Und mehr kann ich halt auch nicht machen, ne? Moment, was ist da? Also, Ale versucht, Stella klarzumachen. Und Stella hat ihm den Korb gegeben. Und dann wurde Amaya eifersüchtig. Ist das so der Stand der Dinge? Okay. Ich muss ja immer informiert sein, wie das so aktuell ausschaut, ne? Also ich versuche, Ale und Stella schon ewig zu shippen, aber es funktioniert irgendwie einfach nicht. Kann ich das Stella verübeln? Eher nicht so, ne? Aber ich glaube eigentlich, tief in seinem Inneren ist Ale eigentlich ein sehr liebenswerter Mensch. Er tut immer so, als würde er alle Frauen klar machen wollen. Aber ich glaube, er wäre der Erste, der rot anläuft wie eine Tomate und schreiend wegläuft, wenn ihm tatsächlich mal eine Frau ins Netz gehen würde. Habe ich so das Gefühl. Das ist zumindest so meine Interpretation des Ganzen. Meldet Svenja euren Beziehungsstatus. Und bitte, mit wem ihr auch gerade Beef habt und so, ne? Ich muss das halt schon alles wissen. Und bitte auch schön die ganzen guten Details mit erwähnen. Worauf stehe ich hier? Da kann man auch mal einsetzen. Das ist doch wichtig, dass ich immer informiert bin. Ja, ich glaube, Verhöhner brauchen wir nicht. Ja. Was? Ich schiffe mich mit Ale? Also jetzt haben wir schon Stella, die in eine Beziehung mit Ale gedrängt wird. Amaya, die sich Ale an den Hals wirft. Und jetzt auch noch Maisbutter. Okay. Die Liste wird länger. Noch irgendwer? Ihr könnt gerne Bewerbungen schreiben und sie Ale schicken. Aber ich habe damit nichts zu tun, okay? Ich möchte auch gerne ein romantisches Verhältnis zu Ale, aber Alex, das hast du doch schon. Oder, oh. Falscher Knopf. Oder bin ich da falsch informiert? Aber ganz ehrlich, baggert lieber Ale an, als dass ihr mich anbaggert. Wobei ich mir diese... Ich stelle mir das auch sehr seltsam vor. Also ich kann mir das legitim nicht vorstellen, dass jemand mich aktiv anbaggern würde. Das hat mal einer in der Bahn versucht, das war sehr strange. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich bin da gar nicht der Typ für. Ich stelle mir immer so vor, den ganzen... ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Typ Frau bin, der da so viel zu befürchten hat, sag ich mal. Weil ich irgendwie nicht halbnackt draußen rumrenne oder so. Und dann... Ich finde immer, die vernünftigen Leute, die jemanden wie mich, der dann im Gaming-Shirt oder Anime-Shirt draußen rumsteht, tatsächlich gut finden, die würden eigentlich so widerlich anbaggern. Das machen halt eher nur diese Leute, die dann auch eher die Leute anbaggern, die halbnackt draußen rumrennen. Deswegen bin ich recht safe. Kann man das irgendwie verstehen? Ich finde halt immer,
mit jemandem ein nettes Gespräch anzufangen, weil man aus irgendwelchen Gründen Interesse, oh nice, an der Person hat, finde ich voll okay. Also wenn ihr jetzt irgendwie draußen eine Dame oder einen Herren findet, den ihr, keine Ahnung, hübsch findet, der eine schöne Ausstrahlung hat oder ein Gaming-Shirt hat oder das findet ihr irgendwie cool und ihr kommt da so ein bisschen ins Gespräch oder so, das finde ich voll okay. Also, why not, ne? So habe ich meinen Mann letztendlich auch kennengelernt, nur das war nicht draußen, das war quasi via Internet, das hat halt genauso funktioniert. Also das finde ich halt voll okay und das finde ich ist halt auch kein Anbaggern. Ich finde, Anbaggern ist für mich immer so ein bisschen negativ behaftet und das sind dann leider oftmals diese widerlichen Typen, die sich total toll vorkommen, dann im besten Fall noch ihre Bierpulle mit sich rumschleppen und dann irgendwelche Frauen versuchen klarzumachen. Die finde ich richtig eklig. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da im Beuteschema bin, so wie ich mich quasi gebe. Deswegen habe ich da, glaube ich, Glück. Dementsprechend, wenn ihr jemanden eklig anbaggern wollt, dann macht das bitte mit Ali und nicht mit mir. Vielen Dank. Was denken die, was passiert? Ja, ich glaube, bei einem gewissen Typ Frau hat man damit eventuell Erfolg mit diesen sehr widerlichen Anbaggerungsversuchen. Aber das ist dann eher so der Typ Frau, der alles nimmt, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und da gehöre ich zum Glück nicht dazu. Ja. Ich habe in der Vergangenheit manchmal ein paar YouTube-PNs bekommen, als YouTube noch PNs hatte, die sehr fragwürdig waren. Also war jetzt nie irgendwie widerwärtig oder so, aber war schon so ein bisschen... Ja, okay. Aber das ist auch in Ordnung. Damit kann ich leben. Heutzutage kann ich wenigstens sagen, sorry, ich bin verheiratet. Tschüss. Perfekt. Das ist geil, das ist doch schön. So sollte es ja auch sein, oder nicht? Und letztendlich ist es doch sowas von egal, wo man seinen Freund oder seine Freundin kennenlernt. Hauptsache, es funktioniert. YouTube hatte auch mal ein PN-System, ja? Tatsächlich schon. Haben sie aber irgendwann abgeschafft. Leo, genau das. Wobei, Kartoffelsack-Typ bin ich nicht. Also, ich sag mal... Aber ich bin halt der Jeans- und T-Shirt-Typ. Die Sachen sind dann zwar meistens halbwegs eng anliegend, halt kein Kartoffelsack oder so. Aber ja, ich bin halt auch eher so der entspannte Typ, was das betrifft. Also von daher gesehen... Wie gesagt, es waren halt höchstens mal YouTube-PNs, die ich ein bisschen seltsam fand, aber das ist okay. Es ist dann meistens so dieses, wie man ein Gespräch nicht anfängt. Hast du eigentlich einen Freund? Das ist dann nämlich schon immer so der Punkt, wo ich mir denke, ist halt noch nicht schlimm, die Aussage. Aber ich bin mir nicht sicher, wohin das führen wird. Sagen wir mal so. Ich glaube, so meine absoluten Highlight-Nachrichten, die ich mal bekommen habe... Achso, der Tackle trifft ja gar nicht. Punkt 1 war, glaube ich, irgendwie... Ja, wenn du keinen Freund hättest und wenn ich ein besserer Mensch wäre... Und ich dachte mir so... Das fand ich tatsächlich sehr creepy. Also das ist so echt so schon eine ziemliche Highlight-Nachricht gewesen. Im Nachhinein, wo man sich dann auch denkt, was zur Hölle antworte ich jetzt da drauf? Und ich glaube, eine andere Nachricht, das habe ich eventuell sogar mal irgendwann erzählt, aber das andere habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Das war irgendwie 2012, 2013, keine Ahnung. Also das ist schon super, super lange her. Da habe ich auch eine YouTube-PN bekommen
von jemandem, der halt meine Videos geguckt hat, die ich halt damals auf YouTube noch gemacht habe und die halt auch cool fand und so und dann halt einfach eine nette PN geschrieben hat, was ja auch schön ist. Man kann ja auch Leute anschreiben und einfach schreiben, hey, ich mag deinen Content und so. Ist ja auch schön, ne? Also von daher gesehen, ja, ging halt so in die Richtung und da freut man sich natürlich auch drüber. Das Problem war nur, dass es ein bisschen sehr fanatisch war. Ich muss die Story eben noch zu Ende erzählen. Und ich weiß noch, ein Satz in dieser PN war, glaube ich, weil zu dem Zeitpunkt gab es halt noch keine Zuschauertreffen oder sowas. Wie gesagt, ich meine, das war vor dem allerersten Zuschauertreffen. Das heißt, wusste sowieso keiner, wie ich aussah. Und ein Satz war, glaube ich, ja, du müsstest schon ziemlich hässlich sein, um nicht perfekt zu sein. Und ich dachte mir so, das hast du jetzt nicht geschrieben, oder? Also abgesehen davon, dass ich das schon fast frech fand, war das echt so, das hast du jetzt nicht wirklich geschrieben, oder? Ich glaube, ich habe das nie irgendwem erzählt, weil ich das einfach so eklig fand. Aber es passte jetzt leider zum Thema. Ich hoffe, es hat gerade niemand gegessen. Oh je, Mene, ich finde hier einfach nicht mehr raus. Was soll ich nur tun? Huch, wer ist da? Könnte es sein, dass... Ist einfach jemand gekommen, um mich zu retten? Wow, super, habe ich ein Glück. Könnt ihr euch vorstellen, jetzt quasi noch 80 Ebenen in diesem Stil zu machen? Gut, ich nehme mich auch nicht. So. Ach ja, stimmt, wir haben auch Pokémon rekrutiert. Also Pummeluff nehme ich auf jeden Fall schon mal. Ja. Du bist aber auf der anderen Seite. Ich bräuchte aber auch noch irgendwann Knuddeluff. Auf Nimmerwiedersehen, ich glaube auch. Voltoball habe ich schon. Brauche ich noch einen Elektroball? Nein. Dann kannst du da bleiben. Oh, Geld. Togepi. Brauche ich noch einen Togetick? Nein. Brauche ich noch einen Togekiss? Das gegen das Licht zu halten ist natürlich auch sehr smart von mir. Ja? Oder? Ja? Dann können wir es vielleicht doch mal mitnehmen. Zur Not. So, Kleinstein weiß ich, dass ich komplett habe. Die ganze Reihe. Das heißt, ich brauche mir nicht Quiekel. Quiekel, Quiekel. Beziehungsweise eher Keifel. Nee, brauchen wir auch nicht. Also dafür ist die Liste echt ganz gut, dass man auch immer gucken kann, ob man eventuell noch die Entwicklung braucht. Meditalis, du bist in Sicherheit. Es tut mir so leid, Rettern. Dieser Dungeon war einfach zu viel für mich. Vielen Dank für die Rettung. Ich weiß das sehr zu schätzen. Aua, mir tut immer noch alles weh. Aber dieser Dungeon, was hat es damit nur auf sich? Wir wollten ihn erkunden, weil es heißt, dass dort Wünsche in Erfüllung gehen. Aber es war furchtbar. Erschreckend anstrengend war es. Aber dieser grässliche Dungeon kann mir gestohlen bleiben. Eigentlich hatte ich um Hilfe gebeten, weil ich das hier nicht verlieren wollte. Aber jetzt gebe ich es dir. Hier als Belohnung für meine Rettung. Ja, die NPCs wollen auch nicht in den Dungeon. Das kann ich schon gut verstehen. Es heißt, wenn man diesen Stein tief ins Innere der Wunschhöhle bringt, dann wird ja jeder Wunsch erfüllt. Keine üble Belohnung, oder? Ich habe es nicht geschafft, aber ihr solltet es auf jeden Fall versuchen. Yay und nay. Zumindest für den Moment. Weil bis Ebene 99 war das dann schon noch ein ganzes Stück. Das heißt aber auch, dass ich die Wunschhöhle für den Moment erstmal abstreichen kann.